Das will ich gerne tun, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen. Letzte Woche hat die FDP ja bei ihrem Sommerfest versucht, sich als coole Start-up-Truppe zu präsentieren. Wer jetzt Angst hatte, dass die Kollegen Brockes und Bombis jetzt mit Vollbart und Hipsterbrille hier auftauchen, dem sei dann doch dieser Antrag empfohlen, denn er ist ja doch wieder ein Griff in die ganz tiefe ideologische Mottenkiste. Es ist... Das passiert mir kein zweites Mal, lieber Kollege. Es ist ein Irrglaube zu unterstellen, wenn man die Öffnungszeiten nur möglichst weit freigibt, dann kaufen die Leute mehr ein. Das passiert mit Sicherheit nicht. Was aber passieren wird, da bin ich, muss ich ein Stück weit den Kollegen Hovenjürgen aufgreifen. Was passieren wird, sind Auswirkungen auf die kleinen Händler in den Nebenzentren. Die können nämlich eine solche uneingeschränkte Sonntagsöffnung nicht leisten. Insofern wird das, was die FDP hier fordert, zu Lasten der kleinen Händler gehen. Und die sind es aber, die gerade unsere Städte, die gerade die Nebenzentren lebenswert und attraktiv halten. Und das können sie nicht einfach so wegwischen. Und sie können auch nicht einfach so wegwischen. Das hat Kollege Bell ja gerade schon sehr gut dargelegt, dass wir mit unserer geltenden Gesetzeslage klar der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts folgen. Ich muss jetzt nicht bis tief in die Weimarer Reichsverfassung zurückgehen, aber das ist ja gerade schon dargelegt worden, dass es klare Kriterien gibt an die Sonntagsöffnung, wie Sonntagsöffnung, wann Sonntagsöffnung erfolgen darf. Und deshalb ist dieser Anlassbezug, wie er bei uns im Gesetz steht, so richtig und so wichtig. Und es ist ja auch falsch, was die beiden Kollegen von FDP und CDU unterstellt haben, dass es keine Gestaltungsmöglichkeiten vor Ort gäbe. Im Gegenteil, das Gegenteil ist doch der Fall. Vor Ort wird gestaltet, vor Ort wird in einem klaren rechtlichen Rahmen gestaltet. Und das ist auch die richtige Aufgabenteilung. Ich finde, liebe Kolleginnen und Kollegen von der FDP, dass es ausgerechnet diese Geschichte ist, die Sie immer wieder aufrühren, dass es neben den Ladenöffnungszeiten gibt es dann noch das Tariftreue- und Vergabegesetz, dass das die einzigen Punkte auf Ihrer Agenda sind, meine Damen und Herren. Das ist ja ein Stück weit schon ein wirtschaftspolitischer Offenbarungseid. Sie beschäftigen sich nicht mit den Fragen, die vor Ort tatsächlich eine Rolle spielen. Sie beschäftigen sich nicht mit der Frage Digitalisierung, Verknüpfung Online- und Offline-Handel. Sie beschäftigen sich nicht mit Immobilien- und Standortgemeinschaften, den lokalen Handel stärken kann. Sie ignorieren, dass wir mit dem Teilplan zum LEP die Innenstädte stärken. Das zeigt alles nur, dass Sie keine Ideen und keine Konzepte für den Einzelhandel haben. Das zeigt auch, dass Sie gar nicht bereit sind, sich mit den tatsächlichen Fragen zu beschäftigen, die sich den Einzelhändlern und Einzelhändlerinnen gegenwärtig stellen. Nur ein Beispiel, meine Damen und Herren, das wir vor kurzem im Wirtschaftsausschuss erörtert haben. Nach wie vor hat der Handel gute Zahlen, wenn man sich die aktuellen Zahlen des Handelsverbands anschaut. Der Handelsverband verzeichnet für NRW ein nominales Umsatzplus im vergangenen Jahr von 4,3%, einen Anstieg der Beschäftigtenzahl um 1,2%. So schlimm und so dramatisch kann es also gar nicht sein. Darin in diesen Zahlen eingerechnet sind aber auch Zahlen aus dem Online-Geschäft, nicht allein der stationäre Einzelhandel. Ich bin als Internet-Enthusiast jetzt wahrscheinlich der Letzte, der den Online-Handel verteufelt, aber es zeigt doch auch, wie groß die Herausforderungen, dass es große Herausforderungen gibt für den stationären Einzelhandel, denen wir auch begegnen wollen. Und deshalb haben wir in der letzten Woche erst auf den Weg gebracht, unsere Modellprojekte zur Verknüpfung von stationärem und Online-Einzelhandel, weil das eben die Themen sind, die tatsächlich für die Zukunft des Einzelhandels Vorsorge treffen. Das wird auch von HDE-Zahlen unterlegt, die positive Entwicklung im E-Commerce. Knapp 70% der Multi-Channel-Händler erwarten steigende Umsätze für ihre Online-Shops und Marktplatzaktivitäten. Und das zeigt für mich, dass wir da einfach auf einem richtigen Weg sind mit dieser Initiative und dass tatsächlich auch die Einzelhändlerinnen und Einzelhändler vor Ort andere Fragen haben als das, was Sie hier immer ideologisch aufgeladen präsentieren. Der Handel in Nordrhein-Westfalen ist gut aufgestellt und wir unterstützen den Handel dabei, sich für die Zukunft zu wappnen. Das zeigt auch, dass wir ein gutes Gesetz beschlossen haben im Jahr 2013,
Ein Gesetz, das in der Bevölkerung auf breite Akzeptanz stößt, weil es ein Gesetz ist, das den Interessenausgleich schafft, das den Handel stärkt, das der Gesellschaft ihre Ruhezonen bringt, das die Beschäftigten im Einzelhandel in den Blick nimmt. Ich glaube, wir haben damit einen guten Ausgleich geschaffen, der in der schwarz-gelben Novelle damals eben nicht gelungen ist. Und weil man ein gutes Gesetz nicht ändern muss, werden wir Ihren Antrag vermutlich am Ende ablehnen, auch wenn wir ihn jetzt natürlich gerne noch in den Ausschuss überweisen. Vielen Dank.